Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Und ja, es ist mitten in der Nacht immer noch. Ich wollte hier in die Truhe ein paar Sachen legen, die, ich geklaut habe. Den Pokal, den Kelch, den Amethysten. Gut, das Gold ist sowieso gestohlen. Muss mir niemand was sagen. Aber wenn der Typ nicht auf GWG-Bögen besteht beim Einzahlen, dann ist er selbst schuld. Ja, wir wissen bei 1000 Euro. Muss ein Bogen erstellt werden. Wenn es ein Fremdeinzahler ist, ein Nicht-Fremdeinzahler darf vom März 1000 Euro einzahlen. Aus. Also ein, der 15.000 und darf. Also. Ja. Ich erzähle hier Dinge, die braucht wieder keiner wissen. So, So, ich wünsche mir ein Zimmer, 10 Groschen. So. Kurze Nacht schlafen. Zack, das passt. 8:24, der Tisch steht natürlich wieder auf. Kennt man ja nicht anders. So. Ja. Das ist still hier gerade. Das ist sehr still. Aha. Jetzt kommt wieder Arka-Musik. So. Das heißt, ich kann da wieder auf den Marktplatz. Und meine Sachen verkaufen, die ich eigentlich letzte Folge schon verkaufen wollte. Ja. Gut. Passiert. Wenigstens haben wir eine Diebestour gemacht. Wir haben die Bank beraubt. Ha. Ein Heist quasi. So. Wo sind die Händler? Alle arm? Und können nichts mehr verkaufen? Oder was ist los? So, der hat. Der hat, das kann ich auch verkaufen. So, Vagabundenkluft, diese Kettenhandschuhe, Lederschuhe. Frostschutz, Feuerschutz. Kleine Rucksäcke, Eimer, Einzelteile. Ja. Man seht da, schon haben wir wieder Sachen. Schmuck kann ich woanders verkaufen. Und das Zeug eh nirgendwo. Hallo. Kann ich. Der ist auch nicht da. Ich würde gerne Sachen verkaufen. Ah, die nimmt's auch nicht an. Schade. Kauft der Schmuck an? Auch nicht. Wer kauft denn Schmuck hier? Dieser Teppichhändler vielleicht? Ah, da ist es so. Orandlas zeigen. Ach, komm. Könnte ich bitte mit euch handeln? Danke.
komm, der kauft mir auch nichts ab an Schmuck. Dann muss es die Bank kaufen. Die Bank kauft doch bestimmt gerne Schmuck. Die ich vermutlich noch bei denen geklaut habe. So, hallo, hallo, hallo. Die Bank kauft auch keinen Schmuck. Was ist das denn? Besitzerin und Freunde, die Besitzzukunft für ein Haus erwerben. Okay. Was hat der denn für Häuser? Ahorn. Was? Bank schlicht. Achso, das sind diese ganzen Möbeldinger. Besitzurkunde, Haus am Larxis oder Haus am Marktplatz. Oha, wieso sollte ich kein Haus kaufen? Ich will lieber eigentlich das im Adelsviertel haben. Aber dafür habe ich noch nicht genügend Geld. Gut, dann mache ich halt weiter. Als ich in Ark unterwegs war, traf ich die junge Galeriebesitzerin Erika Tapferblutes. Sie wirkte mitgenommen, als ich sie ansprach, erfuhr ich den Grund dafür. Ihre Mutter, eine angesehene Malerin, die sich auf Porträts des AK Adels spezialisiert hat, aber abgeschieden im Düstertal lebt, hat vor einigen Monaten den Kontakt zu ihrer Tochter abgebrochen. Nun steht die Galerie kurz vor dem Bankrott. Ich bot Erika an, in der Hütte ihrer Mutter nach dem Rechten zu sehen. Ist eine 3-Sterne-Quest. Und ich möchte einzahlen. Mein geklautes Geld. Aber er macht ja keine GWG-Dinger. Das heißt, es interessiert mich nicht. Feuerwehr wieder auf dem Weg. Das ist super. Wo muss ich hin? Ach, da oben. Was ist sinnvoller? Ich gehe mal von da oben nach unten lieber. Ich glaube, es ist sinnvoller. Ach, Epona. Mensch, du alter Bock. So. 3 Sterne. Das heißt, wir haben 4-Sterne-Quests überstanden. Das heißt, die 3-Sterne-Dinger werden auch nicht das Problem werden für uns. Gut. Und hier ist wieder normaler Wald. Kein Schnee mehr. Da ist echt so die Grenze, ne? Das ist interessant. So. Überall gefährlich. Aber wir trotzen allen Gefahren. So, mit unserem Esel, mit Epona. Oh, hallo. Der Knochenhof. Morgen. Und es regnet und es ist laut. Beim Regnen. So, da sind wir. Morgenlufttrank, fein. Oh. Direkt liegen gute Epona! Raste doch nicht aus! Eieiei. Wow. Aber ich schaffe das. Gar kein Problem. So. Weißt du, so normale Menschen, ne? Würden ja ein Haus beginnen zu untersuchen von unten nach oben. Wir landen schon auf dem Dach. Hallo. Wow. Oh, die Performance, ich hasse sie, wenn es regnet, ne? Die ist so schlecht dann. Könnt ihr bitte auch mit runterkommen? Ich
Ich kann leider nicht zu euch hoch. Naja, dann eben nicht. Dann eben nicht. Sternix-Pfeile. Oh, da bist du auch. So. Er hat mir nicht mal Schaden gemacht, ne? Ja, perfekt. Und jetzt gehen wir in die alte Wassermühle. Das ist aber eine alte Mühle. Wieso sagt man das eigentlich so? Oh, hi. Okay, das war nichts. Oh. Gut. Das haben wir. Weit davon entfernt. Eure Tochter schickt mich, Erika. Das ist eine schöne Frau, finde ich. Alter, aber diese Bilder, ne? Ich hoffe mal. Beziehungsweise nicht, ich hoffe, ich. Also, wenn die das von Enderal gemalt haben, Alter. Übertrieben. Übertrieben gut. Und das passt doch übertrieben gut hier rein. Alter, das ist so richtig, das ist so. Ist das Monet? So in die Richtung? Weiß ich nicht. Kann ich nicht genau sagen. Ich bin kein Null-Null-Kunstexperte. Ob das Monet ist, kann ich. Puh. Oh. Ich würde niemals eine wehrlose Frau ausrauben, stimmt. Ja, hallo? Ich wollte mich doch sicher in euer Wohnzimmer begleiten, dass man hier irgendwie. Alter, hier sind noch mehr Bilder. Eine Distel. Und Zangen und alles und. Eieieiei. Es ist echt schön. Das ist so Stilepoche 1880, 1910. Es könnte so Spitzweg sein. Aber wie gesagt, ich bin null Kunstexperte. Null. Also da komplett hilflos. Wo führt ihr mich hin? Oder führt ihr mich überhaupt irgendwo hin? Sie macht sich Sorgen. Sie sagte, sie habe seit Ewigkeiten schon nicht mehr von euch gehört. Klingt gerecht. Erzählt mir mehr über diesen Überfall. Habt ihr die Täter gesehen? Aber erstmal denke ich mir, wie kann man so gehässig gegenüber seiner eigenen Tochter sein?
Von ihr aus in Richtung Kehlsteinbruch, verstanden, weil ich sehe, was ich tun kann. Erzählt mir doch mehr über eure Bilder. Was macht sie so besonders? Mich wundert, dass ihr an einem Ort wie diesen überfallen werdet. Warum lebt ihr so zurückgezogen? Okay, eines noch. Ihr seid wirklich Andrasta, Erikas Mutter. Ihr seht etwas sehr jung aus. Dämmerblumensaft? Boah. Meint ihr es ernst? Von hier aus Richtung Kelchstein, verstand ich, werde sehen, was ich tun kann. Ist, wenn diese Shift-Taste falsch rum eingestellt ist. Ja, schaffen wir. Das wird bestimmt, ja, das wird machbar, sage ich. Es, wenn es regnet. Habe ich das schon mal gesagt? Wie weit ist das weg? Gut. Ja. Tapaswurzeln. Hat mich der Hase gerade echt angegriffen? Gut. Okay. Boah. Ja. Der Hase, der mich angegriffen hat, war schon, das war der schwerste Gegner im Spiel. Muss ich einfach mal neidlos anerkennen. Interessante Bauwerke hier. Oh, was haben wir denn da hinten? Ein vermoderten Verbrecher. Ja. Wow. Aua. Irgendwie werde ich angegriffen, also kriege ich Schaden. Ach so, wegen der Fallen vielleicht. Hä? Gut. Das ist durchaus verständlich. Eieieiei. Werde ich immer noch angegriffen? Naja, mein Vorteil, ne? Dann kann ich weiter meine Gesundheit regenerieren.
Ja. Eieiei, aua! Mann! Bin ich jetzt endlich gesundet? Danke. So Ziegenfleisch regeneriert ja direkt. Tomaten, rote Äpfel regenerieren zumindest sehr gut. Dann nehme ich noch den gegrillten Lauch. 900 Sekunden, boah. Dann nehme ich noch die beiden hier. Das ist doch perfekt. Da sollte ich bis zu meinem nächsten Kampf wahrscheinlich. Ja, meine ich doch wohl. Und auch darüber hinaus vermutlich noch ein bisschen sehr stark genährt sein. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.